Wir wissen ja alle und wussten schon immer, dass die Medien alles andere als fair sind. Aber allen voran jetzt bei diesem Krieg, Konflikt, wie man das auch immer nennen soll oder nennen darf überhaupt, sehen wir, wie extrem einseitig und wie extrem ungerecht sie sind. In diesem Krieg zwischen, ja, angeblich zwischen Israel und der Hamas und nicht gegen die Bevölkerung, ist ja klar, sehen wir, wie einseitig die deutschen Medien und Politiker sind, und das ist wirklich erschreckend. Ich meine, uns ist bekannt, die Vorgeschichte zwischen Deutschland oder den Nazis und den Juden, aber dass man derartig verkrampft, obwohl die Nachbarn sogar, Macron hat uns allen geschockt mit seiner Aussage. Hat keiner erwartet, niemand hat das erwartet. Macron ist eigentlich jemand, der unter den Muslimen als ein Feind der Religion gilt. Trotz allem, selbst jemand wie Macron und selbst der UN-Generalsekretär und, haben deutliche, klare Aussagen bezüglich dem, was dort passiert. Nur Deutschland will weiterhin wirklich mit aller Macht auf etwas beharren, was wirklich weder Hand noch Fuß hat. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig, weil man muss bedenken, du versuchst vielleicht jemandem Recht zu geben, wo er eigentlich kein Recht hat, aber zur selben Zeit verletzt du andere gewaltig und erzeugst einen Hass im Volk. Weil viele Menschen, Bruder, wir sind Muslime und wir fühlen mit diesen Menschen, weil wir Muslime sind. Und auch generell, lass mal Religion außen vor. Generell als Menschen sollte man doch mit einer jeder Volksgruppe auf der Welt mitfühlen, wo Frauen, Kinder, Babys etc., alte Menschen unrechtmäßig Natürlich. getötet werden, ungeachtet der Religion und der Herkunft. Und wie ist es dann für all die Palästinenser und die Araber, die in Deutschland leben, die umso mehr mitfühlen aufgrund der Familienbande, aufgrund der Art und Weise, wie sie miteinander verwandt und verschwägert sind und so weiter und so fort. Also man kann doch nicht all das ignorieren und nur auf eine Sache sich fokussieren. Wenn man schon nicht die Wahrheit sagen kann oder nicht auf der Seite der Wahrheit stehen kann, dann sollte man doch zumindest neutral bleiben und zumindest zur Waffenruhe aufrufen oder zumindest zum Waffenstillstand aufrufen oder ähnliches. Tut man aber nicht. Aber in diesem Konflikt ist das wirklich sehr, sehr extrem. Sehr, sehr extrem. Unglaublich, Weder sind wir unglaublich. für die Hamas, noch befürworten wir die Hamas. Im Gegenteil, du weißt selbst besser als ich, die Gelehrten haben schon vor Jahrzehnten die Hamas in jeglicher Hinsicht widerlegt und gegen sie gesprochen und so weiter. Und sie sind und waren nie das Aushängeschild der Muslime oder des Islam. Die Menschen werden als Hamas-Unterstützer, als Judenhasser, als Menschen, die die Auslöschung Israels beabsichtigen, als dies, als jenes. Wir haben das tausendmal bekundet und ich weiß, dass die Medien es besser wissen. Oder genauso gut wissen wie ich und du, dass wir kein Problem mit den Juden haben. Genauso wenig wie wir ein Problem mit den Christen haben. Unser Problem ist mit denen, die Unterdrücker sind. Mit denen, die ungerecht sind. Mit denen, die anderen Menschen das Leben zur Hölle machen. Fala udwana illa ala zalimin. Unsere Feindseligkeit widmen wir wen? Oder an wen gilt es? An die Unterdrücker, an die Tyrannen, an die Ungerechte. Und wir wissen auch, dass die orthodoxen Juden selbst gegen diesen Staat sind und allen voran gegen diese Regierung, die alles andere als fair und gerecht ist. Aber man versucht mit allen Mitteln, uns Muslimen mundtot zu machen, Menschen mit allerlei Dingen zu drohen und dann obendrein noch halt mit Abschiebung, Inhaftierung, Überwachung, Verfassungsschutz soll noch mehr Legitimität bekommen, noch mehr Möglichkeiten bekommen. Ich verstehe das nicht, subhanallah. Ja, Man kann ein Volk oder Menschen im Volk nicht auf Dauer unterdrücken.